Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Gudi mit einem weiteren Video zu Red Dead Redemption 2. Heute geht es um die Trophäe, den Erfolg, unerlaubtes Eindringen. Plündere auf 4 Höfen das geheime Versteck. Dazu müssen oft bestimmte Bedingungen erfüllt werden, wie hier zum Beispiel beim ersten Hof, ganz im Süden der Karte. Ihr habt das gesehen, ich habe es eingeblendet gehabt. Und zwar müsst ihr hier den kleinen Jungen, naja, so klein ist er auch nicht, aber den müsst ihr auf alle Fälle bedrohen, damit er euch den Ort des geheimen Verstecks verrät. Denn es nutzt euch gar nicht zu wissen, wo das geheime Versteck ist, wenn ihr nicht darauf hingewiesen werdet von den NPCs, dann könnt ihr dort nichts plündern. So, Daddy hatte große Backe oder große Lippe riskiert, besser gesagt. So, und der Kleine kriecht sich jetzt hier oder verkriecht sich, besser gesagt, hier unterm Bett. Da holen wir den Jungen raus. Jetzt können wir gleich Bedrohen auswählen. Ich hatte schon auf B gedrückt, ein bisschen voreilig und habe nachgeladen. So, Bedrohen geht immer noch nicht, weil er momentan... Na, wir sind schon dabei, wir sind schon sogar schon mal Bedrohen dabei. Sorry dafür. So, er sagt, ist im Kamin versteckt. Na gut, dann glauben wir ihm das einfach mal, gehen zum Kamin hin und können jetzt auch hier... Na gut, nehmen wir erstmal die Flinte mit. Das geht auch, das ist es nicht. Wir bekommen später im Verlauf noch eine Flinte. Da wird es dann die Flinte sein, hier momentan nicht, sondern hier sehen wir, durchsuchen Kamin. Und da finden wir das geheime Versteck. Ihr braucht, wie gesagt, für die Trophäe müsst ihr 4 Verstecke plündern. 6 Höfe habe ich hier drin angesammelt in dem Guide. Wie meiner Meinung nach fehlt einer, dass es sogar insgesamt 7 Höfe sind. Aber mit 4 seid ihr ja glücklich und zufrieden. Nur noch kurz die Wumme hier sauber machen. Da bin ich mal wieder äußerst gründlich. Obwohl das halt gar nicht mehr dazugehört. Wie gesagt, im späteren Verlauf kriegen wir noch eine Waffe. Diese hier zählt nicht. Die hing hier halt einfach nur so rum. Die könnt ihr also auf jeden Fall looten, wenn ihr einfach hier direkt hinreitet und keine Menschen da sind oder so. Ich hatte zum Beispiel das Problem, dass ich den Vater erschossen hatte und der Sohn hatte sich verkrochen. Dann bin ich aber erstmal weggeritten, weil ich das scheiße fand, dass ich den Vater erschossen habe. Oder besser gesagt musste. Ich hatte mich gewehrt gehabt. Und daraufhin bin ich weg und als ich wieder zurückkam, war der Sohn weg. Also daher achtet drauf, das wirklich richtig zu machen. So, jetzt kommen wir hier gleich zum zweiten Hof. Wie ihr seht, wir sind ein bisschen weiter oben, relativ nah am Schriftzug von Limoin. Und bei diesem Hof ist es so, da müsst ihr auch wieder einen leben lassen. Oder besser gesagt, ja, von den 4 müsst ihr 3 erschießen, weil die Jungs sind ja griffig drauf. Und einen müsst ihr wieder leben lassen, damit er euch das geheime Versteck verrät. Und auch hier gibt es wieder zusätzlich noch eine Waffe abzugreifen. Aber das habe ich euch schon mal in einem separaten Video gezeigt. Und zwar den Double Action Revolver. Den bekommt ihr hier in der Hütte. Und das ist halt auch einer von den Höfen, die wir plündern müssen für den Erfolg. Oder plündern können, besser gesagt, weil wie gesagt nur 4 notwendig sind. Zwei sind über. Kurz nachladen. Oh, der wartet gleich hier an der Tür. Dann kriegt er halt den Revolver ins Gesicht. Und da kommt der andere und den, wie gesagt, auf gar keinen Fall erschießen. Auf gar keinen Fall. Nur bedrohen. Gib auf. Unterm Kissen auf dem Bett. Dort ist also hier das Versteck gelagert und wie gesagt, unter dem Bett gibt es dann noch den Double Action Revolver, wenn ihr euch den noch nicht geholt habt. So, hier steht auch sogar ein Untersuchen geheimes Versteck. Diesmal hätte beim Kamin eben gerade, finde ich, auch stehen können, damit einem klar gewesen ist, dass das halt wirklich das geheime Versteck ist. So, da ist die Asche und wie gesagt, hier unten drunter gibt es dann noch die Box Untersuchen Kästchen, wo der Double Action Revolver drin liegt. Und damit haben wir jetzt schon mal die Hälfte dessen, was wir machen müssen, erledigt. Ist sowieso hier, finde ich, im Spiel an relativ vielen Stellen der Fall, dass es mehr Möglichkeiten gibt, als man braucht. Sogar bei den 100% ist das ebenso. Also die 100% zum Beispiel, da wird noch ein separates Video kommen, da müsst ihr 5 versteckte oder ja, unbekannte Hütten entdecken. Und es gibt insgesamt 18. Also da hat man also wirklich mehr als genug Möglichkeit. Aber für die 100% muss man 5 entdecken. Und irgendwie passt das in meinen Augen nicht so wirklich zu
zu 100%, ne, wenn ich nur 5 entdecken muss. So, weiter geht's. Nummer 3 ist jetzt gar nicht so weit weg, ein kleines Stückchen höher geritten nur. Und zwar gibt es hier diese kleine nette Farm. Und da müsst ihr halt auch, wenn ihr das erste Mal hier hinkommt, diese Seitentür, wo wir gleich reingehen, die ist sonst nicht auf. Ihr müsst also hier die Konversation mit den Leuten haben. Well, you look like you need to take a load off. Well, ain't this a rare treat? Why didn't you tell me we had guests coming? I'd have fixed myself up nice. Oh, now you know you look perfect, princess. I ain't no guest, miss. I'm just passing through. Oh, nonsense. Well, come on in. Rest a while. Now, we got food on the stove and a bottle of the good stuff we've been saving. It's decided, then. I'm gonna go freshen up. I appreciate the offer, but I best be on my way. Oh, come on now. How are you gonna turn down a hot meal and good company? I'll go open that bottle. So, nachdem wir also hier eingeladen wurden, betreten wir kurz das Haus. Ich weiß nicht ganz genau, an welcher Stelle hier wirklich jetzt die Tür freigeschaltet wird außen. Aber auf alle Fälle, wenn die Leute nicht da sind, ist diese Tür hier verschlossen. Da gibt es dann auch kein Dietrich oder ähnliches. Dann kommt ihr in diese Tür nicht rein. Und dahinter wartet halt das Versteck. Oder besser gesagt, der Schatz, wie auch immer, nämlich hier in der Schatulle, ist unsere Belohnung. Ist ein bisschen Knete drin. Ist ja nicht schlecht, Knete. Und wie gesagt, diese Tür könnt ihr nur öffnen, wenn ihr mit diesen Leuten geredet habt. Weil ich habe das hier auch auf 2 verschiedenen Accounts gespielt. Und bei dem einen waren die Leute nicht da, weil ich mit denen schon mal geredet hatte. Hatte die Einladung damals nicht angenommen, war abgehauen. Und kam dann wieder zurück, die waren weg und die Tür blieb hier für mich verschlossen. So, damit geht's rüber zum nächsten Hof. Und zwar hier in der Nähe des Handelspostens, leicht südlich davon. Dort gibt es ein Haus und dort gibt es im Keller eine kleine Pokerpartie. Und das soll angeblich teilweise nicht verfügbar sein. Ich konnte das nicht nachvollziehen. Ich war nachts da, ich war am Tag da. Jedes Mal waren die Jungs vorhanden. Also auch da kann es eventuell die Möglichkeit geben, dass sie nicht da sind, was dann schlecht ist. Das ist jetzt also unser 4. Hof. Hier oben gibt es gar nicht viel zu gucken. Und wenn wir runtergehen, da sind 2 Jungs. Ich glaube, bei mir schlafen sie jetzt oder sind sie wach? Ah, sie schlafen. Sie schlafen. Oh, da hätte ich den Schritt nach vorne nicht machen sollen, aber egal. So, da sind sie beide weg. Und jetzt einmal den... Oh, der lebt noch. Ups. Von wegen, da sind sie beide weg. Jetzt sind sie weg. Jetzt sind sie definitiv weg. Einmal die Kohle vom Tisch mitnehmen und das zählt hier als das geheime Versteck. Und jetzt sollte hier auch der Erfolg kommen. Ich wollte schon sagen, die Trophäe, aber das ist hier gerade Xbox. Na also, wunderbar. Unerlaubtes Eindringen, seltener Erfolg freigeschaltet, Hof 4 von 6. Damit seht ihr dann halt auch, dass 4 vollkommen ausreichen. Und damit kommen wir zu 2 weiteren Bonushöfen, weil es kann ja auch sein, dass jetzt hier keine Leute für euch da sind oder ihr auch den Jungen erschossen habt oder wie auch immer und deswegen halt einfach noch nicht auf die richtige Anzahl an Höfen kommt. Solltet ihr wirklich schon mehrere versammelt haben, also sprich mehr als 3, dann braucht ihr eventuell wirklich den 7. Hof. Wie gesagt, den kenne ich leider noch nicht, da ich in Kapitel 6 noch nicht angekommen bin. So, hier war ich auf alle Fälle mal gewesen mit einem Charakter, mit diesem Charakter sogar, als Nebenmission meiner Meinung nach. Oder als Aktivität mit Bandenmitgliedern. Auf alle Fälle habe ich hier schon alles umgehauen. Ich nehme jetzt nur die Waffe mit, um sicherzustellen, falls mir dann doch auf einmal ganz, ganz viel Gegenwehr entgegenkommt. Aber die Sorge war umsonst, hier passiert gar nichts, aber normalerweise habt ihr hier eine ganze Menge an Gegnern, wenn hier die Gegend noch nicht geklärt ist. Also dann lohnt es sich auf alle Fälle, das Gewehr auszupacken. Und dann einmal hier hochklettern und dahinter verbirgt sich eine kleine Schatzkiste neben den Heuballen. Dort in der Ecke sehen wir sie schon. Und das ist hier das geheime Versteck. Und damit das 5., was wir hier heute mitnehmen. Und dann kommt ein weiteres gleich noch. So, da war auch gut drin auf jeden Fall, muss man sagen. Die Sachen zu verkaufen lohnt sich, plus das Bargeld obendrauf, plus großer Schmuckbeutel.
immer gut. So, und damit kommen wir zum letzten hier im Guide. Und zwar dann nochmal hier in der Nähe von der Wallace Station. Hier oben diese Hütte. Und da müsst ihr nichts Besonderes machen. Hier sitzt gleich ein kleines Ohmchen drin. Finde ich eigentlich relativ cool gemacht, was die so von sich gibt. Und hier müssen wir in den Keller. Und hier im Keller holen wir uns die Waffe. Hier ist die Waffe, das geheime Versteck. Und damit sind wir durch. Das war alles. Ich hoffe, das kleine Video hat euch A geholfen, es hat euch B gefallen. Und C, ihr habt einen Daumen nach oben da gelassen. Das wäre wirklich super Sahne. Abonniert natürlich auch gerne den Kanal. Dann verpasst ihr hier weiter kein neues Video mit Locker aktiv. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, euch natürlich auch im nächsten Video wiederzusehen. Und sage bis dahin, so long goodbye. Keep gaming, euer Goodie. What's taking so long down there? Stop poking around and get back up here. Give you some advice. Turn around. Walk out of here. Now that's a worse mistake you could ever make. You think you can steal from me? You got no idea of the pain coming your way. I said, get the hell out of my house. Now, you son of a bitch!